Kann man da irgendwas Hallo und speichern? herzlich willkommen zurück zu Let's Play Moonchild. Da sind wir wieder, ich, euer Evans und die Ina. Wir haben in der letzten Folge die unserer Beschwörerin, der Susanna, geholfen, ihren Elementargeist zurückzubekommen. Und die Verführerin ein bisschen Kopf kürzer gemacht. War zwar knapp, aber hat trotzdem noch geklappt. Wir hoffen ja mal, dass der Dilder jetzt kommt. Und wir haben Dildel erreicht. Ein Glück aber auch. Ich dachte schon, ich müsste zurücklaufen. Ja, Leute, und wisst ihr was? Was denn? Wir haben vorher noch gequatscht, ne? Ob wir zurückgehen sollten. Und wer hatte gesagt, wir gehen weiter nach oben? Ja, ja. Ist gut. Oh Mann, die Königin ist so schlau. Jep, die glaubt's jedenfalls. Na gut. Ist hier noch was? Hier ist nichts. Ist da überhaupt was? Doch, da ist doch diese Luna. Ja. Ist das ein Kerl oder eine Frau? Ich verkaufe verschiedene Kräuter an meine Freunde, die ich von dem Felsen sammelte. Werfen Sie einen Blick darauf. Ich denke mal, das ist eine Frau. Ja, ne? Kräuter. So. Heilkraut kostet mich 2. Dann nehmen wir jetzt erstmal eine ganze Packung vor. Mit gleich. So. Heilendes Ei. Heilt 70%. Ist mir nicht gut genug. Mana-Tomate. Das Zeug können Sie behalten für sich aber selber. Irgendwie. Warte mal. Was Heilpflanzen denn? Und Heilkraut, ne? Ja, Heilpflanze heilt Vergiftung. Heilkraut heilt Lebenspunkte. Ja, dann mach mal. So, davon nehmen wir erstmal 20 oder so mit. Nur für den Fall der Fälle, dass wieder irgendwas ist. 40 geht. Ach komm, wir nehmen 80 und dann ist gut. Ne, 40. Vielleicht brauchen wir später noch andere, ne? Ja. So. Heilpflanze habe ich bis jetzt noch nicht so oft gebraucht. Wir haben 5 im Vorrat, das reicht. Belebendes Kraut haben wir auch 5. Heilenden Apfel brauche ich nicht. Den Rest auch nicht. Wie viel macht der heilende Apfel? 40%, aber bei 40 Punkten ist das für einen Eimer. Ina. So. Ich versuche noch alle Leute auszuräubern. Ja. Da, wir gehen ja rein in die Hütte. Guck mal, das Mädchen eindeutig. Mit Maya. Ja. Warum nicht Fick Maya? Ina. Eine wunderschöne Schale wurde von einem Pack Rafflesia gestohlen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich weiß die Pflanzen. Nicht, ob die Rafflesia von den Elfen kontrolliert werden. Aber ich weiß, dass ich die Schale so schnell es geht wieder zurückhaben will. Aha. Ich fragte die Kerle im Wachturm, aber sie sagten kein Horn, keine Jagd. Und als ich ihnen sagte, es sei keine Jagdsitzung, sagten sie, ein Elf wüsste besser, wann er es sich mit Rafflesia vermasselt. Diese Aufgabe muss erfüllt werden. Irgendwelcher Abnehmer? Ich fürchte, ich habe einen engen Zeitplan. Nee, das scheint diese Tage jeder zu haben. Ich bin in letzter Zeit viel herumgelaufen. Wenn ich deine Schale sehe, werde ich sie sicher zu Ihnen zurückbringen. Haben Sie eine Beschreibung von ihr? Klar. Etwas Besseres. Ich habe ein Bild. Hier, nimm es. Ein Bild. Und danke für Ihre Hilfe. Ich habe ja noch nichts getan. So, da haben wir die zweite Quest bekommen, die gestohlene Schale. Da schauen wir doch mal, ob wir da irgendwo bei unserem Questheftchen. Oh, ist das ein super Bild. Ist das ein super Bild? Das beste Bild, was ich je gesehen habe. Ja. Oder war es vielleicht weiter unten? Nö. Gut. Aber was es haben geht wir hier? Wieder wegen der Jagd, ne? Wir haben das Jagdhorn. Ich weiß. Jedes Mal, wenn du eine Quest bekommst, ist ein kleiner Teil der Hauptquest. Ach, das hatten wir auch schon. Ja. Gut, was habt ihr noch Feines? Guck mal, da wächst ein Kürbis. Das sieht so eindeutig nach Gegenstand aus. So, was hast du noch? Kubut, Gargoyles haben begonnen, die Länder dort unten zu befallen. Wir haben alles gesehen. Ein Zeichen von Ungleichgewicht. Ja, ist okay. Ja, die Gargoyles haben wir auch schon getroffen. Die waren ein bisschen nervig, aber letzten Endes haben sie unterlegen. Ich könnte einen in Gebrauch. Oh, Smaragd-Ohrring. Smaragd-Ohrring nehmen wir mit. Schmuck, Schmuck, Schmuck. So, was gibt's hier oben noch für uns? Ich stehe auf Schmuck, ey. So. Hallo. Ich liebe es, Häuser mit schönen Blumen zu dekorieren. Diese Tradition ist einzigartig auf der ganzen Welt. Alles klar. Komme ich hier noch weiter? Da, 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 da. Ja, ist da, gut. Da, da, ist gut, da, da, ist gut, ist gut, ist gut. So, bloß raus hier aus der Hütte, nur wahnsinnige... Ey, da ist ein Buch. Das hatten wir schon. Das ist dieses doofe Buch von wegen Hauptquest, Nebenquest. Mhm. Hauptquest war ja nach Dilder zu kommen, Nebenquest zum Beispiel die Katze retten. Ja. Was wir ja so glorreich versiebt haben. Bis jetzt. So, was hast du, Jüngchen?
Laber. Ich bin kein Krieger. Ich züchte Gemüse für die Gemeinschaft. Sehr gute Idee, züchte mal Gemüse für mich. Haben wir Hunger? Nee, aber dieses Gemüse, das bringt ja was. Ich habe aber keine Lust, das zu kaufen, weil so toll ist es denn doch nicht. Ich hätte aber gedacht, dass er vielleicht was übrig hat, weißt du? Schurken sind böse, aber Gott sei Dank haben sie vor unserem Anführer Angst. Na klar, okay. Jeder hat vor deinem Anführer Angst. Bin ich das jetzt? Ja, das Mädchen. Ich glaube, ich erinnere mich an dich. Du warst damals und heute da, um unseren Anführer zu besuchen. Oder zu töten? Zu töten. In Elvinia wurde in letzter Zeit eine ungewöhnliche Anzahl an Schurken gesehen. Alle platt gemacht. Ich hoffe, dass Dildel immer noch ein sicherer Ort ist. Jetzt wieder. Für einige Jahre dachten wir, wir benötigen keine Krieger oder Wachen. Dieser Glaube wird nun auf die Probe gestellt. Jupp, so ist das nun mal. Bla 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 bla. Ja, das jetzt übliche Prozedere. Alle meinen, dass sie von ihren eigenen Problemen reden. Wir gehen erstmal in das Haus rein noch. Ja, wir gehen ja auch gleich in das Haus rein. Ich hatte ja die Blasse. Ja, wir fallen gleich alle runter. Programmierungskunst merke ich hier gerade wieder. Ich bin irgendwie. Ich kann fliegen. Ja, wir können jetzt gerade fliegen. So, ich leider so kommen wir doch. Ich habe zu viele Mushroom-Pilze genommen. Ja, ne? Zu viel Mario gespielt. So, ja gut. Das hat jetzt keiner gesehen, dass die Programmierer da scheinbar ein wenig schlagen. Ist egal. So, wir wollen ja niemanden hier irgendwas vorwerfen. Sieht nach Mädchen aus. Alles Mädchen. Grüne Haare. Die Elfen von Dildel mögen keine Rafflesia, aber ich hörte, ein paar Schurkenelfen haben einen Weg gefunden, sie zu zähmen und ihnen ein paar Elementarzauber beigebracht. Oha. Oh. Jetzt wird unser schöner Felsen von trainierten Rafflesia angegriffen. Es ist in diesen Tagen blöd, ein Elf zu sein. Ach Quatsch. So. Gibt's hier noch was Feines? Irgendwer noch was verstaut? Was? Oh, belebende Flasche, siehst du? Eindeutig, Mädchen. Das ist eine fantastische Aussicht von hier. Ich kann ganz Elevier und sogar die See und ihren Nebel sehen. Ganz weit in der Ferne. Gut. Ja, wenn sie richtig hinschaut, kann sie sogar uns sehen, wie wir auch in der Luft rumtanzen. Ja. So. Oh, noch ein belebendes Kraut. Die haben ja auch alles rumliegen. Das ist ein Kerl. Ja. Die Schurken haben gelernt, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Das macht sie nur tödlicher. Wir müssen darauf achten, was wir alles als nächstes machen. Okay, achte mal weiter nach draußen. Manchmal siehst du ja Leute im Nebel wandern. Warum können wir nicht mal ins Bett gehen? Ja, weil wir es nicht können. Ah. So, was gibt's hier? Hast du Geburtstag? Das ist unser Meditationsraum. Er ist voller Blumen, die sehr inspirierend für uns sind. Okay, vielleicht ist das auch voller Gegenstände, die ich unbedingt gebrauchen kann. Gegenstände, nix. Okay, gut. Wo ist denn jetzt hier dieser Oberhäuptling, der hier meint, dass er das Sagen hätte? Außerdem regnet das hier die ganze Zeit. Ist dir das schon aufgefallen? Ja. Ist total schlimm. Nicht, dass wir doch noch zu dieser... Ey. Das ist ein Junge oder so. Jo, das ist bestimmt der Oberhäuptling. Ja, mit Winden. Genau. Bogdan. Genau. Ich habe ein wenig Freizeit. Und was könnte es Besseres geben, als zu diesem fantastischen Felsen zu gehen? Aha. War's das? Ja, das war's. Okay, er hat nichts zu sagen, hey. Er hat nichts vor. Sein Leben ist eintönig. Dann lassen wir ihn mal weiter. Das sieht aus wie ein Gegner. Das ist ein Gegner. Wo? Da! Hä? Lauf nicht weg, Gegner! Nee, das ist ein Mädchen. Ich bin eine Experte im Tarnen. Ich kann ganz leicht wie ein Stein aussehen, aber ich darf mich den Jägern nicht anschließen. Oh. Sie sagen, es sei wichtiger, dass man weiß, wie man Pfeile schießt. Das ist auf jeden Fall, wichtiger. Das sehe ich genauso. Das ist auf. Ich musste was rücken. Ich hab dir schon mal gesagt, dass du das lassen möchtest. Jo. So. Ich bin die Königin. Ja, du ich bist die Königin. Ich hab was zu sagen. Ach, da ist ja noch ein Haus. Da ist ja noch ein Haus. So, was hast du? Du bist das. Ach so, ja gut. Ich hasse es zuzugeben, aber wir sind schon seit einigen Tagen untätig. Kein Horn, keine Jagd.
Ich dachte immer, Jagd wird mit D geschrieben, oder nicht? Ja. Aber okay. Hey, das klang gut genug, um einen Song daraus zu machen. Summt kein Horn, keine Jagd. Oh, guck kein mal. Horn, keine Jagd. Ach, jetzt auf einmal können wir es richtig schreiben. Das war super. Ich sagte, ich erinnere mich. Was? Ich jamme ein wenig. Gut, wir haben das Horn. Komm, wir haben das Horn. Ich hab das Horn dabei. Wenn der Einklang gebrochen ist, könnte es einen Ausbruch der Monster geben. Die Gargoyles sind solche Monster. Andere Monster haben als direkte Folge begonnen zu leichen. Wo ist ein guter Hornklang, wenn man ihn braucht? Ich hab doch ein Horn dabei, Leute. Elhan. Wir würden es lieben, jagen zu gehen. Aber die Saison kann nicht ohne einen ordnungsgemäßen Hornklang beginnen. Traditionen haben Elfen zu dem gemacht, was sie heute sind. Wir werden sie nicht einfach über Nacht nicht mehr respektieren. Natürlich, es wäre anders, hätten wir ein Horn gehört. Ich glaube, ich hab's verstanden. Also, sorry. Quest 3, offene Saison. Ja, bitte, dann nimm das Horn. Nimm das Horn! Oh. Ey, ich versteh's nicht. Können wir jetzt vielleicht einfach reinpusten, so? So. Ich werde da reinblasen. Haltet euch die Ohren zu. Ein Jagdhorn. Glückwunsch. Aufgaben erledigt 1. Alle Mitglieder plus 1 in allen Statistiken. Aha, das ist ja praktisch. Gute Arbeit, Leute. Es ist schön, sich nützlich zu fühlen. So. Meine Aufgabe ist es nicht nur, Königin Kalypso zu beschützen, obwohl das immer die höchste Priorität haben wird. Na klar. So. Ich sollte dies in meinen Lebenslauf für die Universität hinzufügen. Klar. So, jetzt haben wir alle diese tolle Aufgabe erfüllt. Wo geht's hier weiter? Gibt's hier noch was? Noch was versteckt oder so? Irgendwo muss da noch was sein. Leute. Ja, irgendwie sind sie geizig, ne? Ja, die sind sehr geizig geworden. Hallo, Maskierter. Die grüne Maske wird mich ein wenig... Wird mich in ein paar Jahren... legendär machen. Oh. Oh, legendär. Mal gucken, ob wir den Typen nochmal irgendwann wieder treffen, der so legendär sein wollte. Auf jeden Fall komme ich nicht da zu dem weiteren Treppchen nach unten. Gut, Jagdsaison eingeleitet. Gibt's hier noch was zu sehen? Sagst du noch was? Siehst du, alle rennen raus. Ich denke, du hast unsere Saison gerettet. Ich habe nicht viel getan, um ehrlich zu sein. Nur ein bisschen geblasen. Genau. Du machst einen Scherz. Ein Jahr ohne richtige Jagdsaison würde uns alle mit Schande überdecken. Ich glaube, das verdient eine Belohnung. Hier, nimm dies. Oh, eine rebellische Maske. Vielen Dank, ich bin ein Rebell. Ich will keinen Ärger machen, aber ich glaube nicht, dass er das gehört hat. Du hast recht, er ging schnell weg. Okay, dann schauen wir mal uns diese tolle rebellische Maske an. Completed, das nenne ich mal Deutsch. Ja. So, rebellische Maske, 3 Lebenspunkte pro Runde. Aha, okay, dann schauen wir mal, wer das ist bestimmt wieder... Ja, nee, danke, dann behalte ich das, was ich habe. Vielleicht Ausrüstung bei ihr. Ach nee, sie hat ja die Elfenpfoten. Und hier Hans Kuck in die Luft. Der hat nichts. Der kann das nicht mal nehmen. So, verzauberter Ring. Senkt die Stärke. Nee, das ist mir alles das nicht wert. So, da komme ich immer noch nicht vorbei. Gut, ab dafür. Erste Quest abgeschlossen. Yeah. Na, endlich mal. Endlich. Aber jetzt. Wir müssen doch trotzdem zu dem komischen Oberhaupt gehen, natürlich, oder? Aber wir hatten ja das Jagdhorn. Und die wollten doch die Jagdsaison einflöten. Das haben wir jetzt getan. Und das ist doch schon mal gut. Geh mal hoch. Jetzt brauchen wir links. Bloß noch ein paar Sprengkörper für die Katze da. Mm. Oder eine tote Maus. Obwohl ich für Sprengkörper wäre. Gibt's hier kein wo man schlafen kann? Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Das sieht nett aus. Aber ich will das hochgehen dann. Ja, wie ist das? Ich schreibe eine Arbeit über die Ursprünge des Felsens. Unserem Felsens. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist nur sehr wenig über den Felsen bekannt. Oh, ich bin ein Idiot darin, ein Thema auszusuchen, über das niemand etwas weiß. Na gut, dann hast du Pech gehabt. Das ist manchmal so im Leben. Man sollte sich vorher erkundigen. Aber ich glaube, wir kommen irgendwie ein bisschen näher alles, ne? Unser Häuptling heißt Lineville. Lineville.
Er bedeutet die Macht des Es bedeutet, es bedeutet die Macht des Efeus auf Elfisch. Fisch? Efeu kann sehr stark sein, wie du siehst. Oh ja. Ja. Verschiedene Anzeigen für Elfenpartys, Spiele und Jagdsitzungen. Okay, braucht kein Mensch. Belebendes Kraut. Brauchen wir immer. Das hatten wir schon. Achso. Da kommen wir nicht runter. Ich dachte, das würde. Ich würde auch noch nicht runtergehen. Das geht nicht, auch nicht. Nicht, dass wir dann vom Dings da kommen. Nee, möchte. Nee, das geht auch nicht. So, was ist hier links noch? Was ist hier links? Guck mal, das sieht auch ganz gut aus. Luis. Alle meine Freunde machen einen Spaziergang unten am Felsen. Ich blieb hier, um meine Fähigkeiten im Bogenschießen zu verbessern. Die Jagdsaison kann jetzt beginnen und ich bin noch nicht vorbereitet. Pech gehabt. Die hat schon begonnen. Die Mädchen sagen, ich bin der Elf, der hier am besten aussieht. Zacharia hat vielleicht die größten Muskeln, aber er hat nicht das schönste Gesicht. Okay, total. Ey, die haben doch echt Probleme, oder? Echt mal, es geht hier um Moonschild. Oh, was ist das? Ach, jetzt Moonschild? Ich denke Moonschild. Moonschild, wie auch immer. Oh, hier ist ein Dixie-Klo. Ja, Dixie-Klo. Wow. Endlich. Oh, ich musste mal pinkeln, lass uns mal zurückgehen. Nein. Wir waren du gerade. Weißt doch, wie die Frauen so sind. Wir waren gerade am Dixie-Klo. Da kommen wir nicht mal rein. Jetzt rechts. Dann müssen wir hier noch lang. Dann gehen wir einmal eine Runde. So. Oh, mein Gott, wie groß ist denn das hier denn noch, bitte? Man kann es auch übertreiben. Aber wir haben einiges ausgelassen, ne? Was denn? Irgendwie sind wir nicht überall hingekommen. Nee, noch nicht ganz. Aber wir holen das nach. Ah, hier gibt es wieder einen Händler, oder was? Beide Läden sind mir. Tatsächlich ist der ganze Bereich mir. Mein, wenn denn. Genieße die Einzigartigkeit der typischen Elfenprodukte, die in Handarbeit mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt wurden. Heilkraut, Buch der Erde, Lernritual des Erdreichs. Ja. Fledermausflügel, fluffiger Ball. Ein Ball sehr feiner Wolle. Schön. Aber warte mal, Buch der Erde? Ja, wahrscheinlich kannst du so einen Erdzauber lernen. Aber ja, aber braucht man den nicht vielleicht irgendwann für... Wie benutze ich verschiedene Items? Items wie Fledermausflügel oder fluffiger Ball, wie der sehr schön übersetzt, haben in einem Kampf keinen Nutzen und können auch niemanden heilen. Aber vielleicht haben sie in speziellen Situationen einen Nutzen. Um solch ein Item zu benutzen, gehe in dein Inventar und klicke auf das Item. Du wirst lesen, was passiert und herausfinden, wofür es nützlich ist oder nicht. Okay, Test. Ein beliebter Alchemiegegenstand. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oder wie ich es benutze. Ich bin kein Alchemist. Okay, dann eben nicht. Dann schmeißen wir es weg. Wenn das keiner haben will, dann will das halt keiner haben, ne? Gut. Ja. Dann lassen wir den fluffigen Ball auch erstmal einen fluffigen Ball sein. Und guck nochmal hier fix auf der rechten Seite, ob hier noch einer was zu sagen hat. Ich würde gern einen Item-Shop eröffnen, aber Linaret rät mir nicht dazu. Wieso nur? Ja, du weiß ich auch nicht. Vielleicht hast du nicht genug Geld oder so. Ich habe auch nicht genug Geld. Vielleicht kann sie auch gar keinen, hat sie gar keinen Geschäftssinn. Doch, hat sie. Weißt du? Hat sie. Ach ja. Mehr als alle anderen. Obwohl, Frauen haben doch immer mehr Geschäftssinn als Männer. Ja, das sagen alle Frauen. Die können besser Geld ausgeben, gut, oder nicht? Ja, das dauert hier auf jeden Fall noch ein. Das dauert hier auf jeden Fall noch ein wenig. Deswegen werden wir diese Folge erstmal in diesem Part jetzt beenden. Wir haben Dill ja endlich erreicht. Leider konnten wir noch keinen vernünftigen Apotheker finden, der in der Lage war, Amnesiepulver herzustellen, was Amnesie senkt. Tja, vielleicht finden wir dann doch noch irgendwann einen, der denn... Den Boss finden. Der Boss. Wir brauchen jemanden, der Amnesiepulver herstellen kann. So, vielleicht finden wir doch noch mal irgendwann einen, der das denn kann und der uns denn helfen mag. Ja, dann macht's gut. Haut rein. Ciao, bis zur nächsten Folge von Let's Play Moonchild. Ciao. Ciao.